heute wollen wir uns mal um ein Problem kümmern, was man, denke ich, in vielen meiner Videos sieht oder, ja, besser gesagt, hört. Denn ihr hört es gerade auch, ich bin hier auf der Baustelle, großteils leerer Raum, hier halt's wie sonst was und die Audioqualität ist nicht so doll. Es wurde mir schon öfter nahegelegt, ich soll da mal ein bisschen was dran machen, aber es gibt da zwei Sachen, die immer mich davor bewahrt haben, so etwas zu tun. Naja, ihr seht zwar prinzipiell, ich habe hier ein Headset, aber, naja, ich habe es nie benutzt. Aus zwei Gründen. Der erste Grund, naja, eine zusätzliche Audiospur ist auch mehr Aufwand beim Editieren. Das kostet Zeit und ich weiß nicht, ob ich das hinkriege von den zeitlichen Abfolgen her. Deswegen, auch wenn es jetzt eventuell besser werden könnte, ich kann euch nicht versprechen, ob es immer so ist. Die Software hat sich aber auch ein bisschen weiterentwickelt und ich probiere es auf jeden Fall mal aus. Das zweite ist, naja, das Headset muss irgendwo rein. Prinzipiell, die Kamera kann das. Also ich kann mal gerade rübergehen. Aber wie ihr eventuell hört, ideal ist das nicht. Zum einen die Tonqualität ist nicht so doll und zum zweiten, naja, das Kabel ist halt auch nur so beschränkt. Verlängerungskabel gibt es zwar, aber je länger ich das Kabel ziehe, es ist ein analoges Signal, desto mehr Störungen kommen rein und ja, das ist nicht so dolle. Ansonsten, ich hätte theoretisch auch noch ein professionelleres Mikrofon, das ist so ein Großmembranmikrofon hier. Das habe ich eigentlich an meiner Werkbank dran, da habe ich auch die passende Audioinfrastruktur, aber an meiner Werkbank sind über die Jahre doch so einige Messgeräte hingekommen und diese Messgeräte haben großteils Lüfter und der hier ist sehr gut dafür, jeden kleinen Ton aufzunehmen. Das schließt natürlich die Lüfter daneben ein. Und da ist eventuell etwas in hier die Richtung wie ein Headset, was näher dran ist am Mund, deutlich besser, weil dadurch ist das, was ich rede, lauter und die Hintergrundgeräusche leiser und man kann sie einfacher dann rausfiltern oder ignorieren. Wir wissen also jetzt schon, Headset und so ist da, aber Aufnahme ist ein bisschen problematisch. Ich hatte teilweise auch mal probiert, mit dem Laptop oder so aufzunehmen, aber die Soundkarten da drin, nee. Und auch mit externem Zeug hatte ich jetzt nicht ganz so viel Erfolg. Ich hatte ein paar die USB-Soundkarten durchprobiert. Das hier war so die ich zeitweise genutzt habe, weil die hatten relativ gutes Audiosignal, relativ wenig Störungen drin. Allerdings, ja, das Ding hier, wieso auch immer, hat auf dem Mikrofonanschluss ein DC-Offset. Kriegt man zwar im Post-Processing relativ schnell raus, wenn man aber Livestream oder so machen will, dann ist das auch nervig. Zumal das Ding hier halt ständig ein Kabel zum Laptop braucht und nee, nicht ganz so gut. Also es muss was anderes her. In den letzten Wochen konnte ich das auch so ein bisschen ausprobieren. Und zwar, ja, ihr wisst ja, Corona-Zeit und so. Das hat dann auch hier zugeschlagen und ich musste in ein paar Stellen einspringen, wo ich normalerweise sonst nicht professionell unterwegs bin. Unter anderem bei Videoaufnahmen und ja, da konnte ich dann auch mal mit ein paar professionelleren Geräten spielen, also semi-professionell. Genauer gesagt war das ein Zoom H1N. Das ist ein Einsteigergerät, ist extra dafür, dass man ein externes Mikrofon wie so ein Headset anschließen kann oder die internen Mikrofone nutzt, die auch schon mal besser sind als das, was eine Kamera hat. Aber dieses Gerät hat für mich zwei Nachteile. Nummer eins, es ist nicht das, was ich unbedingt suche, denn ich habe immer mal wieder das Problem, dass mir ein Kabel kaputt geht oder so und ich habe absolut keine Lust darauf, irgendwie die Tonaufnahme nochmal zu machen oder die ganze Aufnahme nochmal zu machen, nur weil irgendwie das Mikrofon hängt. Das heißt, ich hätte schon gerne irgendwas, was so Backup hat. Also im Falle von Zoom, hey, das Ding hat interne Mikros, das Ding hat ein externes Mikro, nimm beides auf. Ich meine, theoretisch, es ist ein Stereogerät. Das heißt, ich kann im Prinzip mit den zwei internen Mikrofonen aufnehmen. Das hier ist ein Mono-Headset, das ist nur ein Kanal. Ein Kanal wäre also noch frei. Man könnte also technisch gesehen, wenn die Firmware das mitmachen würde, was sie leider nicht tut, durchaus Headset und als Backup das Mikrofon aufnehmen. Klappt leider nicht. Das ist also der erste Punkt. Und der zweite Punkt, diese Aufnahmegeräte sind verdammt teuer. Also normalerweise bin ich ja jemand, der ungerne Geld für Sachen ausgibt, wo es nicht so 100% notwendig ist. Und naja, so ein Zoom, der kostet mal eben 80 bis 100 Euro und kann wie gesagt nicht ganz das erfüllen, was ich möchte. Glücklicherweise hat es mich dann doch so ein bisschen gekribbelt, da ich auch mal so ein, zwei Aufnahmen hier machen durfte mit dem Gerät, um mich damit ein bisschen auseinanderzusetzen, um zu wissen, wie das dann geht, bevor es dann richtig benutzt werden sollte. Und ja, das hat mir dann schon ein bisschen unter den Finger gekribbelt und ich habe mal so geguckt, was es sonst noch so gibt. Und defekt klingt gut. Ich habe eine Auktion gewonnen über ein Gerät.
Das ist von einem Konkurrenzhersteller, das ist die Firma Tascam. Tascam kommt klassischerweise eher so aus dem Musikbereich, Zoom ist mehr so Videoproduktion, da gibt es ein paar Unterschiede, aber hey, war günstig zu haben, war defekt. Der Defekt war relativ klar, also stand schon etwas von einer abgerissenen USB-Buchse. Plus geht nicht mehr an, das war dann der unschönere Teil, aber defekte USB-Buchse, vielleicht war es auf dem Board kurz geschlossen, kann man mal versuchen. Und ja, hab dann mal zugeschlagen mit Geboten und das Ding bekommen. Ja, und das hier dürfte dann wohl meine Abhilfe sein. Das hier sollte nämlich ein solcher Rekorder sein, allerdings mit ein paar Sachen, die anders sind. Der hier, das ist schon so Prosumer Midrange-Zeugs. Also, schauen wir mal. Und da haben wir ihn schon. Das ist der Tascam DR40. Ja, also von der Hand her würde ich sagen, er ist auf jeden Fall deutlich größer als der Zoom. Der Zoom ist ungefähr nur so breit, Höhe ist ungefähr gleich und der Zoom ist definitiv dünner gewesen. Aber der hier hat auch eine Vielzahl an Funktionen, die mehr sind. Was erstmal gleich ist, wir haben hier oben zwei Stereo-Mikrofone, die können wir in beide Richtungen machen. Das heißt also hier dieses XY, glaube ich, und heißt AB, also wie wir das Ganze aufnehmen wollen. Das Ganze hier oben ist auch locker, sehe ich gerade. Das könnte daran liegen, dass alle Schrauben fehlen. Na super. Okay, Schrauben waren wohl im Angebot nicht mit einbegriffen. Gut, ja, ansonsten, was der hier noch mehr hat, größeres Display, mehr Tasten, aber der hat zwei XLR-Buchsen, an die wir anklemmen können. Und XLR ist natürlich eher im Profibereich zu finden. Wir können auch innen drin einen normalen Klinkenstecker reinstecken. Das geht dann auch. Ansonsten an der Seite ein Kopfhörerausgang. Wir haben hier Line Mic oder Mic und Phantom. Das ist die, ja, das Level für hier unten die. Wir können also einstellen Line-Level, Mikrofon-Level oder wir können noch 48 Volt Phantomspannung draufgeben. Das ist für professionelle Mikrofone teilweise notwendig. Leider gibt es nur einen von diesen External-In. Das heißt, wenn wir das hier einstellen, das betrifft, soweit ich das verstehe, automatisch beide Buchsen hier unten. Ich kann sie nicht separat einstellen. Das ist ein bisschen schade. Ein Hold gibt es, damit kann man verhindern, dass das Ding sich selbst verstellt. Input-Level plus minus, nicht wie beim Zoom ein Rädchen, wo man einstellen kann, sondern hier macht man es digital. Auf der anderen Seite haben wir nicht viel. Wir haben eine SD-Buchse für die SD-Karte und eine leere, wo eigentlich eine Mini-USB-Buchse wäre. Die fehlt, das wusste ich schon, dass die kaputt ist. Ja, wir haben sogar eine SD-Karte bekommen. Cool. Rückseite nicht viel. Wir haben etwas, wo wir ein Stativ dran schrauben können und ja, es sind sogar Batterien dabei. Wow. Drei AA-Batterien. Soll angeblich halbwegs einen Tag lang halten, selbst mit XLR, wenn man regelmäßig ausschaltet. Mal schauen, ob das für mich auch zutrifft. Gut, was haben wir noch? Achso, hier unten haben wir noch einen vergessen. Hier gibt es noch einen Remote-Anschluss, da kann man eine Fernbedienung anschließen, habe ich noch nie gesehen. Dürfte für mich uninteressant sein. Gut, wenn das Ding schon offen ist, dann zerlegen wir es auch weiter. Nehmen wir erstmal hier die Batterien raus. Was ist das? Alkaline. Oh nein, es sind sogar Akkus, NiMH-Akkus. Ah, cool. Ich habe wohl das komplette Zubehörpaket hier bekommen. Ich meine, realistisch gesehen, ich werde eher versuchen, das Ding mit dem Strom zu betreiben, aber nee, mal gucken. Gut, Schrauben waren ja alle schon draußen, also machen wir das mal auf. Okay, da sind wir im Inneren. Und ja, erstmal nichts zu sehen, was schwer kaputt ist. Ein paar dünne Drähtchen zum Lautsprecher auf der Rückseite, ansonsten nicht viel. Die Federn für die Batteriekontakte sind hier direkt an Bord. Ein Board hochkant für die XLR-Anschlüsse. Hier Prozessorboard, oh, der ist auch komplett losgeschraubt schon. Uch. Hier ist ja gar nichts mehr drin. Nee. Das ist natürlich ein bisschen... Ich hätte mich gefreut, wenn zumindest die Schrauben dabei gewesen wären. Aber wenn ich da unten reinschaue, wo die USB-Buchse war, da könnte eventuell ein Kurzschluss sein. Wenn es das ist, ist zumindest die technische Seite schnell gelöst. Ich gehe jetzt gerade nochmal durchgucken, dass auch wirklich nichts mehr in der Packung ist. Vielleicht sind die Schrauben ja doch noch irgendwo, aber im Zweifelsfall muss es halt ein bisschen Panzerband regeln. Das kriegen wir auch noch irgendwie wieder zusammen. Ich meine, am Ende, ich habe für das Ding hier, glaube ich, 30 oder 40 Euro bezahlt. Ich müsste nachgucken. Neupreis von denen hier 170 Euro, wenn ich richtig im Kopf habe.
Ist also deutlich weniger. Also, wenn da halt ein paar Kratzer dran sind am Schluss, ist mir das wurscht. Ich meine, ist es mir so oder so. Aber hey, für den Preis kann man es auf jeden Fall mal versuchen. Und solange am Schluss das Ding Ton aufnimmt, bin ich damit ziemlich zufrieden. Puh, und ich glaube, die Reparatur dauert doch länger. Hier oben sind schon die ersten Käbelchen von den Mikrofonen ab. Die müssen auf jeden Fall auch noch dran. Ich will nicht wissen, was da sonst noch kaputt ist. Naja gut, gehen wir erstmal rüber zum Mikroskop und gucken uns an, ob wir das weiter auseinander bekommen und wie viele Defekte wir noch finden. Dann werfen wir erstmal einen Blick hier drauf. Das ist unten dieses Hochkantboard mit den beiden XLR- und Klinke-Kombi-Anschlüssen. Wie wir sehen können, ein bisschen Flussmittel, ziemlich viel um die manuellen Lötstellen. Ansonsten, was noch auffällig ist, ist der Name hier, Teak. Die kennt man vielleicht, waren früher sehr groß bei CD-Laufwerken. Und ist auch kein Wunder, denn Tascam ist deren professionelle Audiosparte, gehört also alles zusammen. Ansonsten auf dem Board nicht viel drauf, paar SMD-Widerstände und wenn wir das Ding rumdrehen, dann sehen wir hier noch ein paar Elcos. United steht drauf, ich bin mir da nicht sicher, es gibt zwar United Chemicon, was zu Nippon Chemicon gehört, aber da hätte ich eher dann auch deren Logo vermutet, das sehe ich hier nicht, also keine Ahnung, ob das jetzt Marke ist oder nicht, ja, sie halten auf jeden Fall noch. Was nicht ganz so hält, ne, wenn wir uns mal hier diesen Verbinder angucken, der sieht irgendwie komisch aus und ja, Blick von der Seite bestätigt das. Der ist verbogen, das ist leider ein Problem, das hat man häufiger mal, wenn man Zeug bekommt, wo jemand anders schon probiert hat, das zu reparieren. Da kommt es immer mal wieder vor, dass derjenige, der vorher dran war, irgendwie was nicht beachtet hat, nicht aufgepasst hat oder schlicht und ergreifend irgendwie keinen Bock mehr hatte und dadurch irgendwie sowas da verursacht. Ist dann natürlich ein bisschen mehr Arbeit, das wieder hinzubiegen, aber hoffen wir mal, das kriegen wir hin. Das hier sollte sich jedenfalls relativ flott zurückbiegen lassen. Gehen wir weiter auf den nächsten Layer. Der scheint so Analogzeug zu machen, denn da ist jede Menge Zeug in die Richtung drauf. Unter anderem der große Cirrus 42L52 CNZ. Den haben wir hier direkt zweimal. Und ich würde sagen, den gucken wir uns auch direkt mal an. Und wenn wir hier schauen, Low Power Stereo Codec with Headphone and Speaker Amps, das klingt irgendwie schon richtig. Und wenn wir gucken, Stereo ADC und DAC, also ein Analog auf Digitalkonverter und ein Digital auf Analogkonverter, sprich Tonein- und Ausgabe. Das Ganze, wenn wir hier noch ein bisschen weiter runter gucken, was steht denn hier noch Schönes? Da erstmal nix. Und auf der nächsten Seite, hey, Überraschung. Wir haben ein paar Specs, die uns eventuell bekannt vorkommen könnten. Zum einen 24-Bit-Konverter. Yep, das Ding hier kann 24-Bit aufnehmen. Und auch weiter unten die Sample Rate 4 kHz bis 96 kHz. Yep, auch an der Stelle, wir können 96 kHz hier mit dem Ding aufnehmen. Das hier ist also der IC oder die beiden ICs, die den Großteil der Audiomagie da machen. Da zählt natürlich wesentlich mehr dazu. So ein IC, das ist ein Standardbauteil. Da gibt es irgendwie so zwei, drei Chips, die viel eingesetzt werden. Die findet man quasi überall dann in professionelleren Geräten. Aber was wichtig ist, ist halt auch das Außenrum. Das heißt, die ganzen Komponenten und der Aufbau vom Board, der macht da auch bei der Tonqualität noch viel aus. Was wir ansonsten sehen, Kontrolle über I2C. Ja, davon war irgendwie auszugehen. Und irgendwo stand da auch etwas von. Lasst mal schauen. Na, nehmen wir das Bild hier, Serial Audio Input Output. Das dürfte wohl I2S sein. Was wir auch sehen, das Ding ist schon ein bisschen älter. 2013 kam die Revision von dem Chip hier raus. Ich gehe mal davon aus, das Design ist sogar noch älter. Aber trotzdem, der Chip kostet auch heute noch so an die 10 € das Stück. Jetzt könnt ihr ja mal zurückrechnen, was der dann damals gekostet hat. Das war mit Sicherheit keine günstige. So, ansonsten hier unten, wie gesagt, da ist dann noch jede Menge außenrum, was auch sehr wichtig ist, aber werde ich jetzt nicht einzeln aufdröseln. Wir haben die Mikrofone hier unten dran, wo wir auch sehen, dass da entsprechend die Kabel schon abgehen. Interessanterweise drei Drähte, das heißt, das ist nicht immer einfach so ein Billigmikrofon, was da drin ist, sondern es wird schon irgendwas Komplizierteres sein, was dann auch ein bisschen was an Qualität auf diesem kleinen Raum da unterbringt. Auf der Rückseite auch noch jede Menge Passivkram, jede Menge kleine Chips, die wahrscheinlich da irgendwelche Arten von Verstärkern sind. Hier zum Beispiel R4580i, das ist ein spezieller Audioverstärker.
Und ja, das ist quasi diese komplette Platine einzig und allein dafür zuständig, hier den Sound aufzubereiten, die Soundein- und Ausgabe zu managen und entsprechend die Digital-Analog-Wandlung zu machen. Dann haben wir noch das obere Board mit dem Prozessor. Da haben wir erstmal den SD-Karten-Slot, nicht viel zu sagen. Rübergehen jede Menge Entkoppelzeug. Interessanterweise hier oben diese Fläche mit Lötpunkten. Okay. Keine Ahnung, was das soll. Ansonsten ein bisschen Stromzeugs, um wahrscheinlich Spannungen zu generieren. Und dann unten mal vorbeigehen. Dann haben wir hier noch einen Chip. Das ist der AU6336. Auch den können wir uns angucken. Der kommt von Alcor MicroCorp und das ist ein USB 2 High-Speed Transmission Controller, aber es ist ein Kartenleser. Das heißt also, es ist ein Kartenleser für SD-Karten. Und das kommt auch ungefähr mit der Funktion hin, die hier der Tascam hat. Wenn man da USB einsteckt, kann man das Ding nämlich als Kartenleser verwenden. Aber sonst hat der hier nichts. Das heißt also, wir können nur sagen, okay, ich möchte USB für Strom oder ich möchte das Gerät quasi ausschalten, funktionslos machen und als Kartenleser verwenden. Es gibt keine Möglichkeit, hier das als Interface zu nutzen, was zum Beispiel neuere Geräte wie der Zoom haben. Die kann man am PC anschließen und kann die dann ja sozusagen wie eine Soundkarte verwenden, um Audioaufnahmen direkt am Rechner zu machen. Das geht mit hier dem nicht und ja, hier haben wir, denke ich, dann auch den Grund. Wir haben keinen direkten USB-Support vom Gerät, sondern einen externen Kartenleser einfach dran geflanscht, der dann wahrscheinlich eingeschaltet wird, wenn man im Menü das auswählt. Ist eine interessante Wahl, aber okay, funktioniert offensichtlich. Ja, wenn wir links daneben dann noch gehen, ja, freie Fläche, da fehlt unsere Mini-USB-Buchse. Wir sehen allerdings auch noch zwei andere Sachen. Die gute Nachricht, alle Pads sind noch da. Die schlechte Nachricht, sie sind aber auch nicht kurz geschlossen. Also das ist mit Sicherheit nicht die Ursache dafür, dass das Ding nicht angeht. Aber naja, irgendwie muss da gleich eine neue Buchse auf jeden Fall drauf. Eins fehlt natürlich noch auf dem Prozessorboard. Ein Prozessor, den finden wir auf der anderen Seite. Haben wir erstmal hier diesen Board-to-Board-Verbinder, dann haben wir hier, was ist das? MX25 L1606, das ist ein Flash, genauer gesagt ein 64-Mbit-Flash, also 8 Megabyte. CMOS, Serial, ne? Nichts Besonderes, dürfte wohl unsere Firmware drin liegen. Dann können wir noch ein Stück runtergehen, haben den hier, Fidelix. Muss ich ehrlich zugeben, den Namen habe ich noch nie gehört. FMS 4A16LDH. Und die Webseite ist irgendwie offline, aber man leitet mich da zu Low SRAM um. Also ich denke, wir können relativ sicher sein, dass das einfach RAM ist. Wir haben RAM, wir haben Flash, fehlt noch die CPU. Die haben wir hier. Und wir sehen ein altbekanntes Logo. Analog Devices, ADSP BF514. Analog Devices hätte ich ehrlich gesagt schon bei den Audio-Codecs erwartet, wo hier Cirrus verbaut ist, aber okay, die CPU ist es auf jeden Fall. Wenn wir gucken, Blackfin Embedded Processor und das Ding hat ein bisschen Dampf dahinter. Bis zu 400 MHz kann der an Rechenleistung erbringen und was halt bei denen hier wichtiger ist, die sind speziell auf Audio- und Videozeug ausgelegt. Wir gucken, wir haben zwei 40-Bit ALUs, um da Berechnungen anzustellen. Wir haben sogar hier 4-8-Bit-Video-ALUs und so weiter und so fort. Das heißt, man kann neben den ganzen Funktionen einer normalen CPU sehr viel Sachen nutzen, die speziell auf Audio optimiert sind. Es gibt auch noch jede Menge Zeug, was da dran geflanscht werden kann. Nein, das Ding hat kein Ethernet. Das ist bei hier dem Modell nicht mit drin. Was aber drin ist, Überraschung, zwei Dual-Channel-Full-Duplex-Synchronous-Serial-Ports for Audio. Überraschung, bis zu 8 Stereo-I2S-Kanäle. Ich gehe mal sehr stark davon aus, die nutzen wir hier auch ausgiebig. Wir haben hier schon allein zwei Stereo-Kanäle, die wir entsprechend reingeben. Wahrscheinlich dann auch mindestens einen, den wir rausgeben, vielleicht sogar zwei. Und das kann der hier natürlich direkt abhandeln. Was er auch hat, ist ein Removable Storage Interface Controller for MMC, SD und so weiter. Ja, so greift also der hier auf die SD-Karte zu, wenn nicht gerade das System abgeschaltet wurde, um es per USB zu nutzen. Und irgendwo wird er wahrscheinlich auch I2C haben.
Naja, fast. I2C unterstützt er nicht. Er unterstützt leider nur TWI. Kleiner Hintergrund: I2C ist, glaube ich, eine geschützte Wortmarke. Deswegen nennen manche Hersteller das dann anders. Technisch ist es am Ende fast dasselbe. Ihr könnt I2C-Geräte damit ansprechen. Ansonsten Realtime-Clock. Jupp, das Ding hat eine Uhr. Also im Prinzip das meiste, was wir benötigen, so an Zusatzfunktionen, ist alles hier integriert in den Teilen und ja. Wie gesagt, auch noch eine Menge Zeug, speziell für Audio, was wir dann hier mit Sicherheit brauchen können, um zum Beispiel diese Aussteueranzeigen, Peak Detection und so. Ich gehe mal davon aus, das wird nicht in reiner Software laufen, sondern dann über die entsprechende Hardware, die hier mit dabei ist. Na, um den Chip rum auch wieder jede Menge Passivzeug, irgendwie Quarze. Fehlt noch eins, nämlich das, ja, nennen wir es mal Mainboard, das größte Board, was da drin ist. Haben wir unten den Remote-Zeug, wir haben die Taster, die Domes, wie wir hier sehen, diese goldenen. Oben noch das Display, was hier mit so einer Stiftleiste, wie es aussieht, draufgesteckt ist. Und auf der Rückseite, ja, wir haben hier oben interessanterweise einen Taster in der Nähe der Mikrofone nochmal. Mal gucken, was der dann macht. Dann jede Menge Kleinkram. Zwei identische Chips wieder. Interessanterweise die hier, LV165A, Schieberegister, okay, gut, ja, auch hier unten haben wir nochmal ein LV595A, ebenfalls so ein Schieberegister, diesmal dann in die andere Richtung. Ich gehe einfach davon aus, dass hier dann so ein paar Umschaltungen darüber geregelt werden. Ansonsten hier unten noch Stromversorgung in der Nähe von den Batteriekontakten und... Oh, das war es dann soweit. Ein paar Elkos nochmal. Und ein paar der Bedientaster ebenfalls hier angebracht. Also, was hatten wir jetzt an Fehlern? Wir haben Mikrofone, die nicht angeschlossen sind und Mikrofonanschlüsse, die nicht angeschlossen sind. Beides nichts, was dazu führen sollte, dass das Ding nicht angeht. Also fangen wir erstmal mit dem Offensichtlichsten an. Was sagen denn die Akkus, die da drin sind? Ich habe es mal durchgemessen, also sie waren nicht gut, sie waren jetzt aber auch nicht so, dass ich sagen würde, okay, die sind komplett tot. Ich habe dann zur Sicherheit mal mein Netzgerät dran gehangen und das Ganze damit versucht. Und prinzipiell, ja, wenn ich den Einschalter drücke, sehe ich, dass das Ding Strom zieht. Aber es passiert halt nichts. Sobald ich loslasse, geht es wieder auf 0 zurück und auf dem Display erscheint auch nichts. Also, irgendwas da drin scheint noch zu leben. Denn ja, 140 mA oder was es waren, die müssen halt irgendwo hin. Das ist nicht einfach nur irgendein Standby-Circuit, der da angeht. Das klingt schon so, als ob da auch wirklich ein Prozessor startet, aber es passiert nichts. Ich habe dann online mal rund gesucht und bin da auf einen Eintrag gestoßen. Ja, das Ding hat ja an der Seite diesen Hold-Button, womit man die Tasten abschalten kann. Und wenn der drin ist, lässt sich das Ding wohl auch nicht mehr anschalten. Bei neueren Firmware-Versionen wird auf dem Display das angezeigt, bei älteren war das teilweise wohl nicht der Fall. Also, Hold-Button mal geguckt, der war aber aus, daran hängt es also nicht. Oder doch? Das Ding war ja auseinander. Also bin ich mal reingegangen, habe entsprechend die Lötstellen da nochmal nachgelötet vom Hold-Button und das sieht doch schon deutlich besser aus. Es war also offenbar ein kaputter Taster zusätzlich zum kaputten USB. Macht jetzt auch mäßig Sinn, denn naja, die sind beide auf demselben Board und wenn das Ding irgendwie geflogen ist, ja, das kann durchaus sein, dass der Taster da auch einen abbekommen hat. Es ist zwar nicht 100%, ich weiß nicht, ob das so gehört oder ob es ein Fehler ist. Wenn ich einschalte, muss ich immer erst einmal für so eine Sekunde drücken, loslassen und dann nochmal drücken, dass er angeht. Es kommt mir ein bisschen seltsam vor, aber er geht zuverlässig an, so viel kann ich schon mal sagen. Um vernünftig testen zu können, brauchen wir aber natürlich auch irgendwas, wovon wir aufnehmen können. Externe Mikrofone hatte ich zwar gerade gebogen, aber das ist jetzt eventuell schlecht, wenn ich mir nicht 100% sicher bin, ob da jetzt noch ein Fehler ist oder nicht. Also kümmern wir uns mal um die internen Mikrofone, da waren ja Kabel ab. Glücklicherweise stehen Buchstaben drauf, die mit den Farben so grob übereinstimmen. Außerdem ist, war jeweils vom anderen auch noch genügend Drähte dran, dass ich da rauskriegen kann, welche Farbe wohin gehört. Also wieder dran gelötet und dann sind auch die Mikrofone, die da original mit dabei sind, hoffentlich wieder einsatzfähig. Also alles wieder irgendwie ins Gehäuse gepackt, Speicherkarte rein und dann schauen wir doch mal, ob wir jetzt auch aufnehmen können. Denn dafür ist das Ding ja da. Und wenn wir hier gucken, also man sieht auf jeden Fall, dass die Ausschläge schon mal da sind. Ist ein bisschen schlecht zu bedienen hier das Gerät. Wenn man Rekord drückt, dann geht er erst in so einen Standby-Modus und man muss nochmal drücken, dass er auch aufnimmt.
Wenn man stoppt, muss man wieder zweimal drücken. Das ist nicht so praktisch wie bei anderen Geräten, aber hey, am Ende ist es vermutlich auch nur ein bisschen Gewöhnungssache. Ja, was die fehlenden Schrauben angeht, innen habe ich da nicht ganz so viele Bedenken. Ein, zwei Schrauben sind ja noch da und der Rest, die Verbinder halten das schon halbwegs zusammen. Beim Gehäuse ist es schon schwieriger, das fällt da halb auseinander. Ich bin am Ende einfach hingegangen und habe hier mit Gewebeklebeband das Ding zusammengemacht. Ich hatte keine passenden Schrauben gefunden und das Gehäuse weiter beschädigen wollte ich jetzt nicht. Sieht jetzt vielleicht nicht schön aus, aber hey, es hält zusammen. So, fehlt noch eine USB-Buchse. Ich habe mal in der Anleitung geguckt, das war Mini-USB und glücklicherweise, naja, haben wir noch hier diese wunderschöne Assortment-Kiste für Tablets und so. Die hatte ich mir mal geholt, weil immer mal wieder irgendwer ankommt und meint, ich habe mir hier was abgerissen. Und gucken, das hier sieht nach Mini-USB aus und das sieht auch, ja, zwei Außen, das könnte passen. Wunderschön. Es wäre natürlich schön, hier das auf Micro-USB umzubauen oder USB-C. Aber ich fürchte, da muss ich mir erst eine Adapterplatine bestellen und das dauert, muss jetzt nicht sein. Also machen wir erstmal wieder Mini drauf. Im Zweifelsfall kann man immer noch mit dem Adapter arbeiten. So, wenn wir jetzt unter dem Mikroskop gucken, dann sehen wir, da sind nur noch zwei Bohrungen in der Mitte. Aber auch das sieht gut aus. Wenn wir gucken, hier sind so zwei Plastikpinöppel. Also ich denke, wir haben genau die richtige Bauart. Hoffe ich jedenfalls. Jetzt muss nur der Pinabstand passen, aber ja, das geht. Können wir das hier auch irgendwie was höher machen, dass die Kamera was sieht? Da sehen wir auch den Pinabstand. Und auch der sieht gut aus. Wunderschön. Jetzt mal gucken, ob ich hier unten die Plastikdinger finde. Da ist eingehangen. Ja. Wunderschön. Alles genau da, wo es hin soll. Wenn es doch immer so einfach sein könnte, ne? Also sorgen wir mal dafür, dass wir hier wieder einen Datenkanal haben. Und vor allen Dingen, das ist ja auch gleichzeitig als Netzteil zu verstehen. Der hat ja keinen separaten DC-Eingang. Das heißt, umso wichtiger für mich, dass ich das ans Laufen kriege, dann habe ich nicht das Problem, dass ständig die Batterien leer sind. Denn, ja, so wie ich gelesen habe, der hält zwar irgendwie einen Tag durch, aber naja, was ist schon ein Tag, ne? Und für jeden Tag, wo man Aufnahmen macht, irgendwie drei Batterien reinhauen, ist halt jetzt auch so unter dem Gesichtspunkt Umwelt nicht ganz so dolle. Also, zumindest als Option haben wir noch Heißluft im Hintergrund. Ich probiere es erstmal ohne, weil hier in dem ist definitiv Plastik drin. Und ja, das sind halt China-Buchsen, von daher weiß ich nicht, wie da die Temperaturen aussehen, die das Ding aushalten soll. Da habe ich nicht wirklich was am Datenblatt. Ich glaube, ich muss mal hier ein bisschen umbauen. Mir rutscht das Board ständig weg. Wuhu, ich sehe was. Das ist doch mal was ganz Neues. So, jetzt ist das natürlich ein Problem, weil das Ding ist auch komplett aus Metall. Das muss auch erstmal alles erhitzen, die ganze Buchse, bevor wir hier sinnvoll drauflöten können. Sehen, der packt jetzt natürlich gar nichts und ich habe dummerweise keine Hand mehr frei, um noch ein bisschen frisches Lötzinn mit ein bisschen Flussmittel drauf zu kriegen. Man sieht hier richtig, selbst wenn ich hier drüber gehe, das bleibt einfach nicht auf der Buchse drauf. Ja, aber das müsste ausreichend sein, dass es zumindest soweit hält, dass ich jetzt hier eine Hand frei habe, die andere Seite mir einmal vornehmen kann. Mit frischem Lot. Hooray. So, das sieht doch schon mal soweit ganz gut aus. Jetzt haben wir zumindest mal das fest. So, ich versuche den mal ein bisschen zu kippen, dass ich die Pins sehe. Weil die müssten wir halt auch noch löten. Ich glaube, das ist Pi mal Daumen da, wo ich es gerne haben möchte. Also auch da ein bisschen Lötzinn drauf. Okay, ein bisschen zu viel, aber es gibt nichts, was man nicht mit Entlötlitze da wieder lösen kann. Und rein mit dem USB, dann kriegen wir hier eine schöne Anzeige. Was wollen wir machen? Bus Power oder Card Reader? Bei Bus Power passiert nichts. Er bezieht einfach nur Strom entsprechend über USB. Bei Storage kommt hier diese schöne Einblendung USB Connected. Und am PC wird entsprechend ein Kartenleser erkannt. Zumindest wenn man nicht das billigste China-Kabel gerade benutzt hat. Kleine Warnung im Übrigen noch, wenn ihr diesen Testcam an einen Linux-Rechner anschließt, auf dem Network Manager und Modem Manager installiert sind, ist wie immer eine schlechte Idee.
Der Modem-Manager versucht dann einfach mal so per Zufall rauszufinden, ob der Testcam nicht doch ein LTE-Modem oder sowas ist. Der Testcam interpretiert das dann als Fernsteuerung und dummerweise diesen Hallo, bist du ein Modem-String. Das aktiviert die Tastensperre, sodass ihr nur noch durch Rausnehmen der Batterie das Ding wieder in Betrieb setzen könnt. Und damit haben wir im Prinzip ja alles behoben, oder? Haben wir? Leider nein. Das Ding hat noch einen Fehler und ja, bei dem bin ich nicht so weit gekommen. Und zwar haben wir unten ja unsere externen Mikrofoneingänge. Ich habe ein paar Testaufnahmen gemacht gehabt mit meinem Kondensatormikrofon mit 48 Volt Phantomspeisung. Klappt alles einwandfrei. Und damit bin ich davon ausgegangen, okay, Thema gegessen. Aber ja, da kommt leider noch so ein Nachzügler an Fehlern. Und zwar, ja, man kann da unten ja auch Klinkenbuchsen anklemmen. Zwar die großen, aber da gibt es ja Adapter. Und da kriege ich ja dann mein Headset dran, oder? Ja, technisch schon, aber es klappt nicht. Ich weiß nicht, ob das Gerät hier, der Testcam, das nicht können soll oder ob es ein Fehler ist. Aber ich gehe eher davon aus, dass da noch ein Fehler drauf ist auf dem Board. Und zwar, wenn man sich da unten die Spannungen anguckt. Naja, wir haben, wenn wir 48 Volt einstellen mit Phantomspeisung, Überraschung, 48 Volt. Wenn ich aber auf Mic-Level gehe, dann haben wir gar nichts. Und das ist eher schlecht, denn naja, ohne Strom kann ein Mikrofon nicht funktionieren. Es gibt zwar Modelle, die dann noch einen externen Batteriepack haben, aber ja, die üblichen zählen halt nicht dazu. Ich kenne das so, dass dann auf den Anschlüssen auch bei Mikrofonlevel oder sowas eine gewisse Spannung drauf ist, sagen wir mal irgendwie 2,5 Volt, 5 Volt, so irgendwas um den Dreh. Und prinzipiell kann der Testcam das auch. Ich hatte mal oben bei den internen Mikrofonen auf den Kabeln gemessen. Da haben wir nämlich etwa 2,5 Volt drauf. Also prinzipiell hat der so eine Schiene. Aber sie kommt, wenn wir das Mic-Level schalten, unten nicht an. Ich habe dann kurz überlegt, habe mich aber dazu entschieden, das erstmal nicht zu reparieren. Denn, naja, da kommt ja noch eine Einschränkung dazu. Ich kann nur entweder oder. Entweder Mic-Level oder 48 Volt. Wenn ich jetzt mein Kondensatormikrofon und ein Headset gleichzeitig nutzen möchte, ist das dann eher suboptimal. Denn, naja, wenn ich 48 Volt ausmache und sagen wir mal 2,5 Volt kämen raus, würde mein Headset funktionieren. Aber das Kondensatormikrofon nicht und andersrum mit Phantomspeisung. Kondensatormikrofon klappt, aber meinem Headset dürfte das etwas zu viel sein. Der dürfte sich da doch ziemlich beschweren. Außerdem, wenn ich versuchen würde, das zu reparieren, besteht natürlich die Chance, naja, da muss ich an den analogen Schaltkreis ran und wenn da irgendwas schief läuft oder ich irgendwie eine Lötstelle versemmel oder Leitungen durch die Gegend ziehen muss, um was zu überbrücken. Es sind alles Quellen, wo wieder Störsignale reinkommen können und die Audioqualität dann eher schlechter wird. Muss nicht unbedingt sein. Stattdessen werde ich einen anderen Weg gehen und zwar werde mein Headset auf entsprechend 48 Volt Phantomspeisung umbauen. Das gibt es dann aber in einem separaten Video. Das ist doch etwas mehr als eine Reparatur und gehört, denke ich, nicht hier so wirklich zum Video. Deswegen lasse ich diesen einen Fehler mit der fehlenden Spannung auf den Anschlüssen einfach mal drin. Und nun? Na, ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, so einen kleinen Qualitätsvergleich zu machen. Vorwarnung ist nicht mein Fachgebiet. Ich gehe davon aus, dass ich irgendwo bestimmt einen Fehler gemacht habe und der Test nicht sinnvoll vergleichbar ist. Aber wir können ja zumindest mal einen groben Blick drauf werfen. Denn das, was ich gemessen habe, stimmt grob mit dem überein, was ich mit meinen Ohren so rauskriege. Also gucken wir mal drauf, wie gut der hier ist. So, also kurz zum Vorgehen. Wir haben hier ein schönes Diagramm. Hier unten haben wir die entsprechenden Frequenzen, hoch bis etwa 20 Kilohertz. Das ist so ungefähr das, was man hören kann. Auf der linken Seite haben wir entsprechend die, ja, Dämpfung, Lautstärke, wie ihr es nennen wollt. Im Prinzip, je tiefer das ist, desto besser, denn wir wollen ja eigentlich Stille haben. Zum Vorgehen, alle Geräte und Aufnahmen waren im selben Raum, Pi mal Daumen zur selben Zeit und ich hatte vorher alles ausgepegelt. Und auch danach im Post-Processing ausgepegelt, dass ein entsprechender Ton, den ich vorher gemacht habe, mit einem definierten Abstand die gleiche Lautstärke hatte. Das heißt, rein theoretisch, wenn ich jetzt nicht daneben liege, sollte das zumindest grob vergleichbar sein. Fangen wir erstmal damit an, was schmeißt denn mein PC raus, wenn ich gar nichts angeschlossen habe? Denn, naja, dann sollte eigentlich alles still sein. Wie wir sehen, ist es nicht.
Wir fangen hier an bei minus 54 Dezibel, geht dann entsprechend runter bis auf hier unten. Wo sind wir da? 73, 74 so um den Dreh. Und nach 20 Kilohertz fällt es direkt ab. Das heißt, da wird irgendein Filter drin sein. So, jetzt sollten wir eigentlich davon ausgehen können, dass die Rekorder besser sind. Fangen wir mal mit dem Zoom an. Mit dem hatte ich zum Glück da auch ein paar Aufnahmen machen können. Und mit den internen Mikrofonen sieht das hier so aus. Das ist jetzt erstmal schlechter, aber das war auch zu erwarten, denn hier haben wir ja nicht nur den Zoom selber, sondern wir haben auch noch das Rauschen von dem Mikrofon und von der Umgebung wird auch was reinkoppeln. Von daher machen wir den PC mal weg. Das ist nicht gut zu vergleichen. Wir sehen hier, das geht bei etwa minus 52 los, fällt dann relativ gut ab. Was mich allerdings ein bisschen wundert, naja, wir sind hier bei 8 Kilohertz um den Dreh bereits weg. Und dahinter kommt nichts mehr. Und das kommt mir seltsam vor. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass da keine Audiosignale mehr waren. Dann holen wir jetzt mal den Testcam. Und der hier sieht hier so aus. Wir sehen schon. Oh, nicht schlecht. Minus 59, 59,5. Er fängt also schon tiefer an. Ist nicht ganz so schön flach. Wir haben hier vor allen Dingen so eine Spitze nochmal drin. Und ja, dafür geht es aber definitiv bis hier hinten 20 Kilohertz durch. Und wenn wir sie mal übereinander legen, dann sehen wir das auch schön. Also zumindest hier im unteren Bereich ist der Testcam, würde ich sagen, deutlich besser. Im oberen Bereich kann man sich drüber streiten, was jetzt besser ist, aber ich bevorzuge es eigentlich doch, zumindest ein bisschen Signal noch zu haben. Was wir auch noch machen können, ich habe das Headset, was ich sonst immer benutze, noch genutzt. Wir haben hier nochmal den Zoom mit den internen Mikrofonen. Jetzt blende ich mal drüber. Das hier ist der Zoom mit meinem Headset. Wir sehen, da ändert sich nicht allzu viel, das ist ungefähr gleich. Unten bei den höheren Tönen haben wir ein bisschen höher, wir haben bei den tieferen Tönen ein bisschen drunter, aber das macht nicht wirklich viel aus. Und was ich auch gemacht habe, ist allerdings mit Vorsicht zu genießen. Ich habe beim Testcam mein Headset auch angeschlossen, aber über ein externes Gerät. Das heißt, das streut dann natürlich auch nochmal Störungen ein, das ist noch nicht optimiert und nix. Das heißt, wir können jetzt auch hier den Testcam mit dem internen vergleichen, mit Testcam mit Headset. Wir sehen deutlich mehr Rauschen, wir gehen auf 49 hoch. Aber wie gesagt, mehr Geräte dazwischen, mehr Kabel, mehr Potenzial für Störungen. Entsprechend sieht das jetzt auch teilweise ein bisschen schlechter aus als der Zoom. Aber wenn wir gucken, also zumindest mal hier ab, was sind das, 200 Hertz bis hoch irgendwo so bei 3 Kilohertz, würde ich sagen, ist das relativ gut vergleichbar. Lediglich bei den tiefen Frequenzen sind wir da ein bisschen drüber. Aber wie gesagt, das ist eh noch ausbaufähig, das ist noch nicht ideal. Also prinzipiell, was wir sehen, es ist deutlich besser in den oberen Frequenzen, als ein PC das jemals sein wird, einfach weil der PC schon so rauscht, ohne dass wir überhaupt ein Mikrofon drin haben. Und ja, was Zoom und Testcam angeht, ich denke, die sind halbwegs vergleichbar. Ich würde sagen, der Testcam, den ich hier habe, ist ein bisschen noch besser. Allerdings, naja, das ist halt auch eine andere Preiskategorie als das Einsteigergerät von Zoom. Von daher, auch nicht wirklich verwunderlich. Und nun? Na, die meisten Fehler waren relativ einfach zu finden und die meisten sind auch behoben, bis auf die fehlende Speisung unten im Mikrofonmodus. Prinzipiell ist das Ding damit für mich aber soweit einsetzbar. Ich kann das Ding zumindest schon mal mit meinem großen Mikrofon benutzen, die internen Klappen und wie gesagt, das externe kriege ich auch noch hin. Die Qualität ist gut und vor allen Dingen, spätestens wenn ich alles fertig habe, kann ich mit dem 4-Channel-Audio auch jede Menge Backup machen, was genau das ist, was ich ja gesucht habe. Was noch ein kleiner Nachteil ist, das hier ist die ältere Variante ohne X, also DR40, nicht DR40X. Das Modell hier kann, wie man gesehen hat, kein USB-Audio-Interface, also ich kann es nicht als Soundkarte nutzen, zum Beispiel für Livestreams oder so. Was aber geht, er hat ja den Kopfhörerausgang. Ich kann zum Beispiel vom Kopfhörerausgang ein Kabel zum Rechner ziehen, die interne Soundkarte benutzen als Soundeingang. Dann habe ich immer noch den DR40 hier als Mikrofonverstärker. Das heißt, das Ganze, was mit kleinen Signalen, wo viel Rauschen schnell reinkommen kann, das ist schon erledigt und stattdessen kriegen wir ein relativ starkes Signal mit einer guten Qualität in den Rechner rein. Und das ist dann zwar ein Kabel mehr, aber es würde auch funktionieren. Heißt also, das Ding erfüllt alles, was ich eigentlich haben wollte und wie gesagt, ich habe nicht wirklich viel dafür bezahlt. Also gut, im Gegensatz zu Billiggeräten, klar, es ist mehr, aber es ist deutlich unter dem, was man eigentlich für so ein Gerät zahlt.
Und damit würde ich das schon so ein bisschen als Schnäppchen bezeichnen. Und ja, so oder so, wenn ihr das gerade hier hört, naja, die Aufnahme kommt schon vom Testcam, denn hier das Fazit habe ich schon damit aufgenommen. Und ich glaube, damit können wir da relativ sicher sagen, dass der hier offenbar das tut, was er soll.